Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 22. Juli 2018? Heute verspüren wir die Leichtigkeit. Und viele Menschen haben die Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Heute haben wir auch die kreative Seite in uns und das können wir auch zeigen, besonders die Damen, aber auch die Bedürfnis nach Anerkennung und zeigen, das Beste zu sein, alles geben für diesen Erfolg. Die Möglichkeiten und Chancen sind da, erfolgreich zu sein, all das, was wir heute beginnen. Das ist ein guter Augenblick, etwas Neues starten, besonders wenn es um Kreativität geht oder Selbstständigkeit, weil das trägt Früchte. Aber wir sollen noch zurückblicken in Vergangenheit und von allem verabschieden, was bei diesem Erfolg stört. Natürlich ist nicht alles negativ, was in Vergangenheit passierte, weil bei diesen Erinnerungen oder Rückblick kommen auch Kontakte mit jemand in Vergangenheit und all das, was angenehm ist, sollen wir befestigen, aber es ist vieles da, wovon wir verabschieden sollen, trennen oder kündigen oder loslassen. Und erst dann verspüren wir diese Art Befreiung und können wir endlich aufatmen und etwas Neues starten. Und die Möglichkeiten und Chancen sind da. Und wie ich schon sagte, wenn wir heute etwas starten, was uns begeistert und verspüren wir die Leichtigkeit, das trägt auch Früchte. Wir sollen auch auf den Gesprächen achten, weil das kann auch angenehm sein und wir können das auch vertrauen, aber es sind auch Gespräche oder Nachrichten, Informationen, was nicht die Wahrheit entspricht. Also wir sollen aufpassen, achtsam sein, welche Informationen wir heute erfahren. Was die Liebe, Partnerschaft betrifft, ist wieder die Vergangenheit gefragt. Entweder kommen Erinnerungen oder jemand meldet sich von Vergangenheit. Also die Vergangenheit und es kann auch alten karmischen Erinnerungen und Begegnungen handeln, spielt eine große Rolle gerade im Bereich Liebe, Partnerschaft. Ich habe schon erwähnt, dass die indischen Astrologen ihren Horoskopen anderes berechnen, als wir in westlichen Astrologie kennen. Weil die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unseres Sonnensystems im platonischen Jahr. Also ich könnte sagen, die indische Astrologie ist präziser. Und wie ist die Verbindung zwischen Sonne, Mond und Sterne und wie wirkt auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Die beiden Lichter, Sonne und Mond, steht in Harmonie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und Mond bewegt sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichen Skorpion. Die beiden Lichter stehen also in Harmonie. Und das schenkt uns Leichtigkeit und inneren Gleichgewicht, inneren Harmonie. Die Bedürfnis ist, das Beste zu sein. Und die Mondenergie gibt uns Möglichkeiten, Chancen und Glück. Saturn steht in Verbindung zu Mars. Die Verbindung ist sehr schön, angenehm und sie unterstützen sie sich gegenseitig. Aber sie platzieren anderes als in die westliche Astrologie, das beschrieben ist. Saturn ist rückläufig, natürlich auch in indischen Astrologie und bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mars ist auch rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Schütze und Steinbock sind benachbarten Tierkreiszeichen, also geben sie die Unterstützung. Sie sind zwar unterschiedlich, aber sie unterstützen sich gegenseitig.
Diese beide Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit. Also kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder wir haben gerade die Erinnerungen. Das spielt natürlich die Vergangenheit eine große Rolle. Bei einer oder anderen Situation kann das natürlich auch bedeuten, dass die Mars-Energie gebremst ist und es geht nichts voran, aber dann haben wir dabei eine Lernaufgabe. Saturn belehrt uns auch, unserem Schattenseite zu befreien. Und das bedeutet auch von Ängste oder Zweifel oder Unsicherheit oder Schuldgefühl von solchen Emotionen uns befreien. Venus hat auch eine schöne Verbindung zum Jupiter und das beschreibt die indische Astrologie auch anderes, als in unserem Horoskopen steht. Im indischen Horoskop bewegt sich Venus, die Liebesplanet, noch in Tierkreiszeichen Löwe und Jupiter, die große Glücksplanet, in Tierkreiszeichen Waage. Verbindet sich zwei Tierkreiszeichen, die miteinander harmonisieren. Die Tierkreiszeichen gehört zum Feuerelement, Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement und Luft und Feuer sind befreundete Elemente und schenkt uns Atem. Und das Mondhaus, wo gerade dieser Liebesplanet bewegt sich, heißt auch im Atem zum Bleiben oder Befreien von Angst und endlich aufatmen. Hier verspüren wir auch die Leichtigkeit, das heißt Leichtigkeit und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen etwas ins Licht zu bringen oder die Wahrheit suchen, etwas präsentieren und sehen, gesehen werden. Die Krebsgeborenen haben die Bedürfnis gerade nach Anerkennung und sie suchen auch klärenden Gesprächen. Nach indischen Astrologie befindet sich Merkur, der Planet der Kommunikation, noch in Tierkreiszeichen Krebs. Und hier kommen klärenden Gesprächen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft. Und das Glück und Leichtigkeit ist in die Seite die Löwengeborenen. Nicht nur bei den Löwengeborenen ist dieser Liebesglück da, sondern auch bei den Wagengeborenen. Die Löwengeborenen ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft wichtig, sondern auch die Werte, Wertschätzung und die Finanzen, das in Ordnung zu bringen. Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch für Selbstständigkeit, für Arbeit im kreativen Bereich oder ein Bereich, wo Schönheit, Harmonie, Kunst gefragt ist. Also da haben wir auch Glück, besonders die Löwengeborenen und natürlich, das hängt auch mit Finanzen zusammen. Also bei Selbstständigkeit oder bei kreativen Arbeit haben die Löwengeborenen Glück, weil dadurch verbessern sich auch die Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen ist gerade möglich eine kleine Reise oder kleinere Veränderungen, ein Besuch von Bekannten und Verwandten. Und die Gespräche laufen auch sehr gut und die liebe Partnerschaft begeistert auch die Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben dieses Liebesglück und sie fühlen sich frei. In wohnlicher Situation können auch Veränderungen geben, weil die Wagengeborenen verschönern etwas. Und die Wagengeborenen haben zurzeit die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter dem Füßen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen verspüren die kreative Art. Sie sollen auch intuitiv sein und sie sollen sich inspirieren lassen. Dann können sie ihre Träume leben. Sie haben nämlich die schöpferische Energie zurzeit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verbessern sich etwas im beruflichen Situation und die Schützengeborenen bekommen auch Unterstützung. In die Liebe-Partnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück.
Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Entweder schauen sie zurück in die Vergangenheit und kommen die Erinnerungen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen befindet sich gerade in einer Art Reinigungsprozess und Transformation. Die Liebepartnerschaft ist auch ein sehr wichtiges Thema, aber die Wassermann-Geborenen sollen nicht nur warten, bis jemand auf sie zukommt, sondern sie sollen die Kontakte, die Gespräche suchen und auch offen zu sein für die Liebe, auch Gefühle zeigen, weil so kommt alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine fließende Energie und die Fischengeborenen haben Glück in allen Bereichen. Wichtig ist, dass sie im Vertrauen bleiben, intuitiv handeln und sie zeigen ihre Kreativität, bekommen auch Erfolg und Anerkennung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg möglich und sie haben auch die Möglichkeiten und Chancen, beruflich etwas zu verbessern, aber in die Liebepartnerschaft haben auch Glück die Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben neue Kontakte und neue Bekanntschaften, aber jemand kehrt noch zurück, auch von Vergangenheit. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist gerade ein gewisser Rückzug. Die Zwillingsgeborenen haben die Bedürfnis zurzeit nach Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Und mit diesem Kraft werden sie in kommenden Tagen etwas Neues starten. Und das war mein Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.